Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich habe mich hier wieder ein bisschen hochgeboxt, ne? Und wir gehen heute, wie versprochen, zum Bruderschaftshaus. Vorausgesetzt, wir werden nicht wieder gesehen. Aber ich denke nicht, weil das Haus... Und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Denke ich doch. So, ab geht's. Kann ich hier unten auch irgendwas looten? Nein. So, und hier wären wir dann schon beim Bruderschaftshaus. So. Ach, die Tür ist immer noch verriegelt. Ich muss die mal entriegeln, bitte. Erinnert ihr mich bitte daran, dass ich diese Tür entriegele? So. Ups. Was kann ja nicht sein, dass wir immer übers Dach hier reinkommen, ey. Kriegt ja jeder einen Schreck. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Hilfsmittelaufwertung. Jedes deiner Hilfsmittel kann aufgewertet werden, mit verschiedenen Effekten angepasst werden, um ein Hilfsmittel zu verbessern. Besuche die Banu Musa im Bruderschaftshaus der Verborgenen. Die Dienstleistung kostet eine bestimmte Menge Materialien für Verbesserungen. Okay. Wir können unser Wurfmesser verbessern. Details. Leichtes Wurfmesser. Wir können verbessern Wurfmesser Rang 1. Wurfmesser Rang 2 und Wurfmesser Rang 3. Okay. Rang 1 freigeschaltet. Sehr schön. Zusätzliches Fassungsvermögen. Erhöht mir. Okay, erhöht die Entfernung. Erhöht den Schaden des Wurfmessers. Ich werde erstmal... das verbessern. Ja, erstmal die Anzahl. Giftspritze, vergiftet Gegner. Wie ist das denn? Okay, das ist natürlich sehr, sehr geil. Und was haben wir hier dann? Körperzersetzung. Der Körper löst sich dann quasi auf. Rüstungsdurchdringung. Das auch geil. Das auch geil. So. Ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Okay, haben wir das auch. Gut. Fertig? Fertig? Oh, hier öffnet sich einiges. Auch fertig. Und wir verfolgen natürlich diesen hier. Triff dich mit Fulat. Mach mal. Ich wollte irgendeine Tür entriegeln, ne? Fulat ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein,
diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Mach mal. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. Ja, wir gehen erstmal zum Schmied. So, Schmied, das ist Schmied. Das ist Schmied. Morgen. So. Hier lang. Und hier lang, durch die Seitengasse. So, Herr Schmied. Warum kann ich denn den nicht... Warum muss ich tatsächlich zu dem Schmied dann? Ne, trifft dich mit Fulat. Na gut, Fulat ist wahrscheinlich dann direkt am Gefängnis, oder? Oh, ich wollte zum Schmied, ey. Naja. So, was haben wir denn hier? Ist mir ein Rätsel? Ist das ein Rätsel? Gefängnis beim Dimash. Weise mir den Weg. Das ist der Knast hier, ne? Ja. Okay, also muss ich erstmal darüber. Und dann müssen wir uns mit Fullard treffen. Oh Mann, wir müssen definitiv unser Zeug verbessern, ey. Shitty shit. Sonst gehen wir beim ersten Angriff drauf. Aber sowas von. Hallo? Morgen? So. Oh. Ich wollte das Rätsel haben. Ist hier irgendwo eine Wache? Was siehst du, Sadiq? Ah, hier ist eine. Hier ist eine. Da ist das Rätsel. Da unten also. Also müsste ich gar nicht hier oben sein. Sondern eigentlich da unten. Mach mal das. Gehen wir mal hier runter. Raus aus dem Sperrgebiet hier. So. Und einsammeln. Haben wir noch eins. So, jetzt müssen wir uns mit Fulat treffen. Aber da kann ich nicht quer durch den Knast rennen. Ne? Das würde nicht gehen. Kurz schauen. Irgendwas hier, was wir mitnehmen können? Gehen wir hier wieder weggehen? Ne? Nein, erstmal nicht. Ach, die Musik, ich mag es einfach. So, ich weiß, Taschendiebstahl Haupteinnahmequelle, aber ich muss es ja jetzt noch nicht provozieren, ne? Guck, da ist der Knast. So, hier rutschen wir einfach mal drüber. Ich muss auch sagen, wie das sehr geil animiert, ne? Bist du für ein großer, böser Schlägertyp? Der hier sieht ein bisschen reicher aus. Hat bestimmt einen Beutel. Ne? Hat er nicht. Da oben ist Fulat. Warum durfte ich nicht zum Schmied? Moment. So. Da habe ich Artefakte. Haben wir jetzt auch. Hier ist ein Aussichtspunkt. Muss man eigentlich auch noch mitnehmen, ne? Jetzt hat er es gemerkt, dass er bestohlen wurde. Ich habe es im Hintergrund nur so gehört. Aber die wissen nicht von wem. Das ist das Gute. Frage mich, warum ich hier nicht zum Schmied kann. Ist das ein Bug oder was ist denn das? Ärgert mich. Ärgert mich wirklich, ey.
Gucken, vielleicht kann ich zu einem anderen Schmied. So, was denn mit dir hier? Jetzt geht's. Frieden, Sadiq. Willkommen, willkommen. Also Waren ansehen. Schauen wir mal, was du hast. Bitte, sei mein Gast. Dankeschön. Wir könnten verbessern. Man kann die Bewaffnung immer verbessern. Ja, wir können es direkt verbessern. Schwert des Eingeweihten, das können wir nicht verbessern, weil da fehlt uns das Rezept dafür. Danke für deine Unterstützung. Gerne. Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Perfekt. Das ist noch tödlicher. Yeah. So. Mit verbessertem Sonst ja. Nicht? Nee. Danke. Ich muss gehen. Bis demnächst. Ja, freut mich. So, haben wir hier noch einen Näher. Hier haben wir noch eine Näherin in der Nähe. Näher. Mich Näherin. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. So, wir haben nämlich noch was gefunden. Das kam frisch rein. Guck mal, das können wir nämlich verbessern. Der Stolz eines jeden Kriegers. Ein gutes Geschäft. Ja. Sehr schön. Wir müssen es halt nur noch ausrüsten, ne? Was, das? Ja, was? Ich muss aufbrechen. Bis dann. Ciao, ciao. So, Moment. Inventar. Ausrüsten, ganz genau. Und hier. Das haben wir ja ausgerüstet, ne? Die geschärfte Klinge. Mehr haben wir leider noch nicht. Und Verkleidung Basim, genau. Fertigkeiten haben auch wieder was Neues. Was können wir denn nehmen? Kostet 2 Fertigkeitspunkte. Wir haben leider nur einen. Wir brauchen also unbedingt noch einen Fertigkeitspunkt. Na dann. Auf wie geht's? Ab zu Fulat. Halt, ich wollte den Aussichtspunkt noch, ne? Dass wenn wir einmal hier sind, dass wir einen Schnellspeicherpunkt haben. So, beziehungsweise einen Schnellreisepunkt sollten wir doch sterben. Dann wären wir hier wenigstens ein bisschen safe, um nicht nochmal durch ganz Bagdad rennen zu müssen. Die große Moschee haben wir entdeckt. So. Und ab dafür. Haben wir hier was? Nö, kann das nicht so schlagen, oder? Doch, kann ich. Aber nichts drin. Gut. Okay, dann müssen wir weiter nach oben. Das war noch zu weit zum Springen. So. So. Die große Moschee in Bagdad. Kann ich nicht springen? Moment. So. Ja, den Weg muss man halt suchen, ne? Das finde ich auch cool. Und wir synchronisieren. Sehr, sehr geil. So, wichtiger Ort entdeckt. Da ist der wichtige Ort. Okay. Okay, jetzt müssen wir da rüber zu Fulat. Machen wir doch, ne? Wird halt wieder sehr viel Wert gelegt auf Parkourlauf bei diesem Assassin's Creed, was ich sehr cool finde. Und da ist unser Freund. Da ist es. So grausam und unerbittlich wie in meiner Erinnerung. Du warst hier einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort. Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her
und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz. Und es tut mir leid für dich. Mir nicht. Solcher Schmerz bereitet uns den Weg. Erinnert uns daran, wer wir sind. Wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen. Ich sehe nur einen. Und der ist nicht einladend. Nein. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Eieieiei, das wird ja tricky. Befreie Ali ibn Muhammad, der Anführer des Aufstandes und Verbündeter der Verborgenen, wurde gefangen genommen und in das bestbewachte Gefängnis Bagdads gebracht. Dort einzubrechen wird nicht leicht. Hidmatun-Münzen sind eine seltene Währung und können bei jenen, die sie zu schätzen wissen, gegen Gefallen eingetauscht werden. Suche nach Möglichkeiten, dich in das Gefängnis beim Bab Dimashq einzuschleichen. Okay. Da sehe ich erstmal was. Das nehmen wir vorher mit. So. Codex aktualisiert. Okay. Leih mir deine Augen. Na dann. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Diesen Händler hier. Suche nach Möglichkeiten. Oder diesen Händler. Da unten ist eine Truhe. Wir werden da nicht ungesehen reinkommen, Freunde. Uiuiuiui. Alter Schwede. Heftig. Ausrüstung ist zwar ein bisschen verbessert, aber es wird schwer. Da ist noch eine. Da läuft einer rum. Da gammelt einer rum. Hier wird gegammelt. Da gammeln zwei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wie stellen wir es an? Wie stellen wir es am blödesten an? Hier ist noch irgendwas. Hier will er noch irgendwas markieren hier. Da. Gut, 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 gut. Erstmal einen Überblick verschaffen. Jetzt ist Rob gefragt. Jetzt ist Rob gefragt. Was könnte der hier machen? Mit dem könnte ich quatschen. Ja, ja, du hast ja auch nichts zu suchen. Ich könnte eventuell vorher noch mal ganz kurz was machen. Freunde, wir machen gleich rein in den Knast, ne? Wir gehen da gleich hin. So, ich will nur ganz kurz. Ich bin ein bisschen überladen. So, fallen gelassen. Ja. Genau zu dem will ich hier. Hallo, mein Freund. Sei gegrüßt. Sei willkommen, Said. So, Waren ansehen. Preise um 10% herabsetzen. Könnte ich machen. Wir gucken uns erstmal alles an. Lass mich deine Waren ansehen. Sieh dich um. Okay, Wurfmesser könnten wir kaufen. Eine Verkleidung können wir auch kaufen. Willst du deine Ausrüstung aufwerten? Schnell auffüllen machen wir erstmal. Die habe ich eigentlich immer vorrätig. Köcher ist voll. Elixier.
Verkaufen. Allen Plunder verkaufen. So, damit haben wir 517. Haben wir doch schön gesammelt, ey. Es ist immer gut, Zeit in die Ausrüstung zu stecken. Ja, definitiv. So, Hilfsmittel sind auch voll. Das wollte ich machen. Ich gehe dann mal. Bis bald. 202 Tier haben und 3 Wurfmesser haben wir geholt. So. Und unsere Waffe haben wir aufgerüstet. Und ansonsten eigentlich auch schon alles gemacht, ne? Gut. Dann kümmern wir uns jetzt mal um dieses tricky kleine Gefängnis kümmern. So. Schauen wir noch mal. Es wird auch nicht weniger mit den Wachen, ne? Na gut. Okay, Freunde, nächste Folge gehen wir rein in den Knast. Tut mir leid, aber es muss sein. Cliffhanger. Also, dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.